So, moin moin Leute, in diesem Video heute werden wir uns ein bisschen mit der Leak-Mechanik Essence beschäftigen. Ist ja schon lange, lange Core gegangen. Die meisten Leute werden die wahrscheinlich ein bisschen horten, mehr oder weniger. Ich in den meisten Fällen leider auch. Man kann es aber relativ ganz gut zu craften benutzen. Aber zuallererst werden wir jetzt mal zeigen, wie das Ganze denn als Encounter auf der Map aussieht. Und zwar haben wir jetzt mal eine Map aufgemacht, wo wir mit einem Sana-Mod Essences drauf gemacht haben. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall, ich glaube, zwei oder drei Essences finden. Und da haben wir auch schon. Sieht immer so aus. Es sind immer ein paar Gegner drumherum, ein großer Mob in der Mitte. Und im Endeffekt müssen wir insgesamt dreimal draufklicken, dass wir den Encounter befreien. Dann kämpfen wir gegen die und dann droppen sie die Essenzen, die auch dran standen. Das war jetzt im Endeffekt die einfache Variante. Es gibt aber noch ein paar Tricks und Kniffe, wie ihr entweder bessere Essenzen bekommt, mehr Essenzen bekommt oder sogar sehr, sehr, sehr teure Essenzen bekommen können, zumindest am Anfang der Liga. So. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, einen Remnant of Corruption auf die Teile anzuwenden. Remnant of Corruption hat im Endeffekt ist wie ein Wahlorb, den man halt nur auf solche Essenzgefängnisse anwenden kann. Die Mobs können, indem man das anwendet, instant freikommen mit erhöhten Stats, also gefährlicher. Das ist relativ egal. Man kann diese sämtliche Essenzen, die drin sind, um einen Level erhöhen. Also es gibt ja verschiedene Tiers. Je höher ihr halt auf der Map auch seid, desto höhere Tiers könnt droppen, spawnen. Man kann eine Additional Essence bekommen und man kann sogar dann die relativ seltenen bekommen. Hysteria, Insanity, Horror und Delirium. Die können nicht auf normalem Weg droppen, sondern ihr müsst auf ein Gefängnis, was eine Misery, Envy, Dread oder Scorn Essence hat, müsst ihr den Remnant of Corruption anwenden und dann habt ihr die Chance, eine von diesen vier seltenen Essenzen zu bekommen. Kann natürlich trotzdem sein, dass eins von den anderen dann proggt. Aber auf jeden Fall, mache ich es immer, wenn ihr Misery, Envy, Dread, Scorn seht, hau ich immer einen Rumble of Corruption drauf. So, wir werden jetzt mal schauen, was wir für einen Proc haben. Wir nehmen ganz normal, als wäre es ein Wahlorb, klicken hier drauf. In unserem Fall ist, hat sich, glaube ich, das Level erhöht. Machen wir mal fix. Ja. Man sieht auch immer ein bisschen beim Blutfilter, wenn das eine bisschen höhere Essenz ist. So, das mit dem Remnant werden wir gleich nochmal probieren. Wenn wir hier den letzten finden. So, was jetzt rauskommt. Oh, okay. Jetzt hat man eindeutig gesehen, dass Level erhöht wurde. Scorn Envy. Das sind beides Sachen, da würde man Remnant draufhauen, aber es ist jetzt schon corrupted, deswegen können wir es nicht nochmal machen. Aber so, das war's zu den Encountern auf der Map an sich. So, jetzt packen wir es mal hier rein. Wichtig ist, wenn ihr kein Stash Tab für die Essenzen habt, könnt ihr die trotzdem upgraden. Also angenommen, ihr habt jetzt hier die drei Muttering Essence of Contempt. Dann verkauft ihr die einfach beim Händler und ihr bekommt das geupgradete, die geupgradete Version davon. Wenn ihr natürlich das Tab habt, drückt ihr hier auf Upgrade und könnt hier auf alle hervorgehobenen draufklicken und ihr könnt es automatisch upgraden. Ja, das ist natürlich dann deutlich einfacher. Ja, jetzt kommen wir zum Essence Craften. Da werden wir mal ganz kurz schauen, was wir da dann einfach mal nehmen. Nehmen wir mal einen Opalring einfach. Der hat keinen Wert für uns. Packen wir mal hier rein mit ein paar Scoring Orbs. Im Endeffekt funktioniert es so: Essenzen sind wie Chaos Orbs, beziehungsweise wie Alchie Orbs. Das heißt, ihr macht ein Item gelb oder bei den höheren Essenzen könnt ein gelbes Item rerollen, wie bei einem Chaos Orb. Aber ein Stat ist immer fest. Das ist halt wichtig. Deswegen gibt es zum Beispiel, was könnten wir auf Ringe machen? Hier zum Beispiel bei der Essence of Anguish ist ganz unten Other Jewelry, hätten wir Fire Damage für Attacks zum Beispiel.
Das heißt, dieser Stat wäre auf Jewelry immer gleich. Das heißt, wir können das jetzt einfach mal anwenden auf unseren Opalring. Das heißt, wir sehen, wir haben jetzt Fire Damage to Attacks. Wie gesagt, der Rest ist natürlich immer noch random, aber es gibt halt die Sicherheit, dass wir zumindest ein Stat safe, ein Stat safe haben. Ja, wie gesagt, kann man halt eigentlich mit sämtlichen Items machen. Auf solchen Sachen ist immer die Essenz ganz cool. Body Armor gibt auf jeden Fall 120 bis 126 Maximum Life. Ganz cool, um auf den meisten Sachen halt Life zu craften, gerade jetzt, wenn man noch levelt oder ähnliches. Und im Endeffekt gibt es sogar Stats, die ihr nur durch Essenzen bekommen könnt. Beziehungsweise gibt es manche Sachen, zum Beispiel Attack Speed T1 auf Handschuhen zum Beispiel kann nur durch Essenzen gewonnen werden. Schauen wir gleich mal. Attack Speed geht hier bis 16%, als normales Suffix. Und wenn wir hier mal bei Essenzen schauen. Geht hier halt 17 bis 18%. Ne? Und das gilt halt für einige Sachen, da das jetzt halt alles einzuschließen, wäre natürlich viel zu viel. Aber im Endeffekt könnt ihr halt schauen, wenn ihr ein Item craftet, ob vielleicht ein Essenz-Craft nicht relativ sinnvoll wäre. Denn wie gesagt, ein Stat ist immer garantiert. Und wenn ihr zum Beispiel die Essenz nehmt, die halt T1 oder beziehungsweise das Essenztier Attack Speed gibt, dann bedeutet das halt, ihr habt ein Stat, wo ihr euch halt keine Sorgen drum machen müsst. Das heißt, wenn ihr dann noch zufällig Life plus Physical Attack hittet, habt ihr eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Item. Ja. Ja, im Endeffekt. Wie gesagt, es gibt eigentlich für fast alles Essenzen. Wir haben Life, wir haben Physical Damage, wir haben dann Cold Lightning, Fire Damage. Wenn ihr irgendwas suchen wollt und das Tab habt, und das Tab empfehle ich wirklich, dann könnt ihr einfach dann gerade beim Leveln auch mal einfach Fire Resistance suchen und ihr könnt dann hier mit denen einfach mal ein Item craften, was halt auf jeden Fall Fire Resistance drauf hat. Wie gesagt, beim Leveln mache ich es eigentlich deutlich lieber als jetzt im Endgame. Im Endgame mache ich dann lieber Fossil Crafts, aber da werden wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, ansonsten, man kann relativ gut Geld machen, wenn man gerade am Anfang die selteneren Essenzen hat. Also wie gesagt, Misery, Scorn, Envy und Red mit so einem Remnant of Corruption belegt. Und wie gesagt, die Remnant of Corruptions bekommt er ganz einfach durch auch diese Essenzgefängnisse. Manchmal ist da halt, sind halt keine Essenzen drin, sondern es steht einfach da Remnant of Corruption. Funktioniert genauso, ihr befreit ein Monster, tötet das, ihr könnt es wird droppen, ihr könnt es aufheben, fertig. Und ja, das erstmal zu Essenzen. Wie gesagt, wenn ihr einen speziellen Craft habt, schaut mal, ob vielleicht nicht eine Essenz noch ein Tier höher gibt, wie zum Beispiel Attack Speed aufs Gloves. Das jetzt alles aufzuzählen, wäre viel zu viel. Einfach nur so ein bisschen die Sinne darauf schärfen, wo ihr craftet. Schaut einfach mal, ob es denn nicht eine bessere Möglichkeit gibt, zum Beispiel mit Essenzen. Ja, und das war's dann erstmal für heute, für das Essenz-Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, oder schaut mal beim Stream vorbei. Und bis dahin, euer Shorgi. Tschüss.